Hallo, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Blau mit mir, Eddie Winkelmann. In the right corner. Ja, falsch. Da Dicta ein recht schwer zu trainierendes Pokémon ist, das mir gar nicht gefallen will, gehen wir nun hier hin. Denn das hier ist die MS-Anne. Willkommen auf der MS-Anne. Verzeihung, hast du ein Ticket? Eddie zeigt das Bootsticket. Großartig, willkommen auf der MS-Anne. Yeah. Und nochmal, weil ich versehentlich hochgegangen bin. So. Viele Leute denken, Mio gibt es, wenn man sich ein Pokémon... Wenn man die MS-Anne gar nicht erst besucht, sondern sich ein Pokémon rübertauscht, was schon Zerschneider kann. Ne? Weil nach Misty darf man ja Zerschneider einsetzen. Dann macht man das regulär und die MS-Anne bleibt stehen hier. Dann, wenn man dann irgendwann die Fähigkeit Surfer beherrscht, surft man hier außen rum und dann einfach runter. Im Endeffekt gibt es doch kein Mio. Großer Schwindel. Und du bist? Ich mache immer allein Urlaub. Nur meine Pokémon begleiten mich. Oh nein, ein Trainer. Ein Gentleman möchte kämpfen. Eine neue Art von Trainer, ein Gentleman. Mit einem Fukano. Die Sprites sehen irgendwie komisch aus. Ich habe wahrscheinlich... Entweder ist das die alte Version. Oder... ich spiele einfach nur noch zu oft die neuen Sachen. Ja, Dicta bleibt auch von Brüller. Brüller ist das gleiche wie Wirbelwind. Dicta bleibt unter der Erde auch vor Brüller unversehrt. Und Dicta reicht Level 22. Das ist viel besseres Training hier. Oh weh, verloren. Jep, so ist es. Oh nein! Du Rotznase, was fällt dir ein? Bam! Bam, 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 bam. Gentleman möchte kämpfen. Gentleman setzt Nidoran männlich ein. Da Nidoran männlich, also ich denke, dass es ist, aber er müsste noch ein Gift-Pokémon sein. Und so müsste Schaufler sehr effektiv sein. Und da es war ein Volltreffer und es ist sehr effektiv. Das ist natürlich sehr vorteilhaft. Ich glaube aber, Nidoran weiblich ist kein Gift-Pokémon. Wäre ich mir jetzt nicht so sicher, hört nicht auf den alten Mann. Schaufler. Nein, Nidoran weiblich ist doch ein Gift-Pokémon. Mist, du bist ganz schön gut. Ja, ich weiß. Ja. Stuart, ich hätte gern ein Stückchen Torte. Ich bin kein Stuart, du blöde Schnalle. Ach, so eine Kreuzfahrt ist wundervoll. Ja, finde ich auch. Ich reise immer mit Knuddelluff. Hallo Knuddelluff. Knuddel, Knuddel. Nein, danke. Haha. So, dann haben wir hier. Oh mein Gott, einen Trainerraum. Wir machen eine große Weltreise. Das ist schön. Unzählige Pokémon gefangen, ist das echt toll. Bam, 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 bam. Gehöre möchte kämpfen. Setz Taubsi ein. Taubsi, oh, oh nein. Mal gucken, wie sich Dick da dagegen hält. Ey! Das ist jetzt unfair. Oh, oder auch nicht. So viel zum Unfairen. Dicta kommt zurück. Los, Mappo, mach mal deinen Tackle. Fehlentscheidung, mach Konfusion. Snappo erhält 103, genauso wie Dicta. Hydran weiblich, ich hätte wechseln können. Ich setze Konfusion ein.
Das war ein Volltreffer. Die Attacke ist sehr effektiv. Smeppo erreicht Level 23. Eddie besiegt Göre. Oh nein, ich habe die ganze Welt für diese Pokémon bereist. Oh ja. Ganz schön armselig. Die ganze Welt für ein Nidoran weiblich. Ich muss dafür vor meine Haustür gehen. Da habe ich eins. Was war das andere nochmal? Also ist das doch ein Trainer. Ich bin total ein Pokémon-Fanat. Du auch? Ja. Total. Ja. Ein Teenager möchte kämpfen. Aber total. Ja. Naja. Ja, von mir aus. Lichter greift sich ein. Hornattacke gewinnt total daneben. Schaufler, sehr effektiv. Und Victory! Eddie findet TM8. Ja, hier sind viele Trainer. Und das hieß keiner. Psst, ich bin ein Geheimagent. Ich verfolge das Team Rocket. Psst. Ja, ich habe Team Rocket schon einmal besiegt. So. Hier ist nichts plus Abfall. Aber ich glaube, hier war was. Eddie findet Superball. Ha! Oh ja. Und du bist... Ich bin der Chef der Cuisine. Der Hauptgang ist Lachsfilet. Eine kulinarische Köstlichkeit. Sondergleichen. Ja, ja, von mir aus. Hier sind also nur Köche. Keiner von denen kämpft. Es gibt zu viel zu tun. Ich kann mich nicht ausruhen. Ich könnte aber mal gucken... Ich habe einen seltsamen Ball im Müll gesehen. Ja, das ist mir egal. Die sagen eigentlich nichts Besonderes. Ein bisschen spulen. Hier war nur ein Raum, den war ich schon. Das war das mit dem Vulcano. So. Mein Pokémon Scholl ist super stark. Mit seiner Stärke kann er sogar Felsen bewegen. Eddie findet Top-Trank. Heilt die KP komplett. Mascho Mascholo. Hallo Mascholo. Tschüss Mascholo. Hallo Tür. Oh nein, ein Trainer. Wird ein Matrose sein. Auch eine neue Art von Trainer. Mein Ruf als Seebär steht auf dem Spiel. Ja, ein Matrose ist ein Matrose, der hauptsächlich Kampf- und Wasser-Pokémon benutzt. So war's. Somit ist Dicker nicht so die beste Wahl. Dicker genug kommt zurück. Los, Pikachu. Ja, Blubber. Kein Blubstrahl, aber ein Blubber. Ja, ich habe das jetzt mal ein bisschen gespult. Muschas. Ah, ne, ist okay. Ja. Ein Tentacher, ein neues Pokémon. Im Meer anzutreffen, oder überhaupt im Wasser. Und ein sehr nerviges Pokémon, da ist die Attacke Superschall beherrscht. Da habe ich auch schon mit Zubat, glaube ich, irgendwann mal gesagt, dass das so nervig wäre. Kiel unter, das war's für mich, für mich, für mich. Und hier, jetzt musst du auch trainieren. Du weißt, wir Seeleute lieben es zu kämpfen. Ja, welch Zufall, dass ihr dann auch kämpfen wollt. Ha, Matros möchte kämpfen, setzt nur Schuss ein. Als Selbstmordaktivist setze ich Schaufler ein. Der macht Panzerschutz. Kratzer. Der macht nochmal Panzerschutz. Okay, so viel dazu. Ich setze einfach Pikachu nochmal ein. Donnerschock. Und das war's. Eddie besiegt Matrose. Ja, was für ein Kampf. Kein Problem, immer wieder gerne. Solange ich meine Pokémon trainiere, ist alles in Ordnung. Kurz auf die Zeit geschaut. Alles klar. Hast du gedacht? Eddie findet Äther. Egal. Nein, ich war früher genauso aufgedreht wie du. Okay. Matrose möchte kämpfen, also werde ich so enden. Das ist böse.
Los Pikachu. Sepa ist ja kein neues Pokémon. Dektarash Level 23. Ja, das war jetzt auch wieder ein recht langweiliger Kampf. Ja, dann mach du. Ach, Seeleute besitzt Pokémon. Nein, wirklich? Matröse möchte kämpfen. Tentacha. Doch diesmal... Ich hoffe, es ist noch so. Superschall. Da war die Superschall-Attacke. Ist jetzt Schauflein. Das ist sehr effektiv, denn Tentacha ist ein Gift-Pokémon. Ein Wassergift-Pokémon. Sterne wird eingesetzt und ich wechsle das Pokémon. Das war's für Sterndu mit einem Donnerschock. Besiegt Matrose, das war eine reife Leistung, bla bla bla. Ich kann keine weiteren Items fangen. Mit diesem wunderbaren Satz, aktiviere ich diese TM, nämlich Body Slam. Die bringe ich einfach mal Dick dabei, weil Dick da nur für 3 Attacken kann. Sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Oder halt bis morgen, von mir bis gleich. Ciao.